Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und es ist ein ganz besonderes Video, denn es ist das letzte im Jahr 2018 und ich habe für euch einen Jahresrückblick vorbereitet. Ich habe in diesem Jahr über 90 Videos hochgeladen und deswegen wird dieses Video auch unfassbar lang, also macht es euch gemütlich, aber ich wollte allen Erinnerungen einfach Raum geben und euch nochmal dran teilhaben lassen und auch für mich diese Erinnerung schaffen, denn dieses Jahr war so spannend wie kein Jahr zuvor in meinem Leben. Da das Video aber ja sowieso schon lang genug wird, will ich jetzt gar nicht lange weiterschnacken und wünsche euch ganz viel Spaß mit den Aufnahmen. Es fiel mir schwer, mich zu entscheiden, mit welchem Ereignis ich anfange, aber beginnen wir mal mit der Spooks Amateur Trophy. Durch die Zusammenarbeit mit dem Turnierveranstalter En Garde hat es sich im Januar ergeben, dass ich in Leipzig bei der Partner Pferd in der Spooks Amateur Trophy starten durfte. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Ich habe deswegen auch extra Laura und Patrick mitgenommen zur seelischen Unterstützung. Auch meine Mama und Mädels aus dem Stall sind dann noch für meinen ersten Start gekommen. Und leider konnte ich dieses Wochenende gar nicht so richtig genießen, weil ich ziemlich Fieber hatte und das sieht man mir in den Aufnahmen auch an. Deswegen hoffe ich, dass ich dieses Jahr fit bin, wenn Leipzig ist und das dann so richtig genießen kann. Und ich hatte gar nicht so viel Angst vor den Start, sondern vielmehr, dass Holly nicht so gut damit klarkommt, auf so einem Übernachtungsturnier zu sein. Aber ganz das Gegenteil, sie liebt das, richtig im Mittelpunkt zu stehen. Und ich habe das Turnier dann auch so ein bisschen mehr auf mich ja so wirken lassen können, als ich wusste, mein Pferd kommt damit klar mit der Situation und das war ja nicht die einzige Station, die wir dieses Jahr geritten sind. So sieht's aus, wenn Saskia Meyer frühmorgens ihren Start in der Amateurtour hat. Als Videobloggerin reitet sie nicht nur, sondern zeigt ihren Fans über YouTube und Instagram, was sie täglich erlebt. Über ihren Video-Channel können ihre Follower hautnah mit dabei sein. Ich werde denen den Ritt zeigen und auch kommentieren, wo unsere Stärken und Schwächen waren. Denn so kann nicht nur ich da nochmal von lernen, sondern auch die Zuschauer. Und das ist auch so etwas, was mir sehr wichtig ist, dass sie verstehen, warum ich etwas genau so mache. Und ich werde natürlich auch ganz, ganz viel zeigen, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. 80.000 Fans und Follower erleben Leipzig mit Saskia Meyer. Leipzig war einfach ein unfassbares Erlebnis. Mein erster Start auf einem so großen und vor allen Dingen internationalen Turnier mit Holly, die ich selber ausgebildet habe, die sowas noch nie zuvor gemacht hat. Sie hat drei tolle Nullrunden hingelegt, hat mich da super durchgezogen und dann wurde das Ganze auch noch mit einer Platzierung belohnt. Ich habe gerade erfahren, dass ich noch platziert bin. Oh, hör jetzt auf! Ich mache keine Rollzöpfe. Nicht, dass ich noch nachher nervös werde, weil die sich nicht richtig einrollen lassen. Die nächste Station war das Hamburger Derby. Ich komme ja aus dem Norden von Deutschland und für mich ist das so ein Highlight gewesen, auf diesem Platz reiten zu dürfen. Und wir haben unfassbare 3 Platzierungen eingeritten. Es war so, so besonders. Aber wir haben echt einen steinigen Weg dahin gehabt, den Tag. Ja, Fahrmann, das war ja eine Aussage, die haben rot. Ja, aber sie fragt, haben die noch grün? Ja, Fahrmann, das ist wie eine Oder-Frage stellen. Haben wir noch grün? Ja, wir natürlich, wir standen hier schon mit einer Verkreuzung. So, jetzt keine Hektik ausbreiten lassen hier. Ach, Patrick, du musst gar nichts. Die sich am meisten konzentrieren müssen, bin ich. Nope. Na, Logo. 2000 Jahre später. Man glaubt es kaum, wir sind angekommen. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Ich glaube, die entspannteste von allen ist Holly. Nee, ich bin unruhig. Der ist nicht mehr entspannt. Guckt euch den mit seinen 2 Handys an. Der ist auch der Arsch auf Grundeis. Nur damit haben wir es geschafft. Hier sammeln jetzt meine Eltern ein. Mein Papa kennt ihr noch gar nicht und vielleicht werdet ihr ihn auch in diesem Video nicht sehen. Aber er existiert und heute für dieses besondere Erlebnis hier und dieses Ereignis kommt er tatsächlich sogar mit und schaut sich das Ganze mal live an und nicht nur über Clip My Horse.
It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24-inch heels. My Holly, das ist im Montebellini-Tochter, achtjährig und schnellen Schrittes, jetzt hier auf die letzten Meter ins Ziel. Saskia Meyer haben wir hier mit 54,77 Sekunden und strafpunktfrei das Ziel erreicht und damit hier der fünfte Rang. Direkt ein Wochenende später sind wir nach Wiesbaden gefahren und eigentlich wollte ich dort mit Karlsson starten. Wir haben aber festgestellt, dass wir noch nicht so weit sind und so ist Holly mitgekommen. Das waren auch unsere ersten richtigen M-Springen dort und am ersten Start haben wir direkt den fünften Platz belegt und beim zweiten Start den dritten. Und deswegen habe ich dann auch den dritten Start einfach fallen lassen, weil ich so glücklich war und sie ja auch die zwei Wochen einfach so viel gelaufen ist. Es war unbeschreiblich. Ich bin ihr so dankbar. Weiter galoppiert, hier kommt jetzt relativ schnell auch ein Steil und dann kommt jetzt gleich aus der Wendung ein Ochser, wo ich wusste, den muss ich auch im Rhythmus kriegen und nicht zu dicht. Und das Ganze waren Punktespringen. Jetzt konnte man sich entscheiden, ob man diesen Steil in Orange-Weiß nimmt oder den höheren Steil in Orange. Und ich habe mich dafür entschieden und der ging mir bis zum Kinn fast. Also der war wirklich hoch und ich war so stolz und das Schönste ist, dass ich auch mit mir zufrieden war. Und dann im Spätsommer kam Paderborn und da habe ich mich sehr drauf gefreut, denn es ist ein ganz, ganz schönes Turnier. Mein Ziel war es, endlich mal ein bisschen frecher zu reiten und das ging sowas von auf. Am ersten Tag haben wir den zweiten Platz gemacht und dann den Tag darauf haben wir die Prüfung gewonnen. Ich konnte es überhaupt nicht glauben und einfach nicht fassen. Holly war so, so toll. Am dritten Tag habe ich leider eine kleine Fehlentscheidung gemacht. Da hätte ich nicht das M-Springen reiten sollen, sondern noch mal ein L zur Sicherheit. Aber ich kann, ja, ich habe das Turnier so genossen und es war einfach nur positiv. Und wir schauen jetzt auf Saskia Meyer, alias Binnie Bo. My Holly, die Zweitplatzierten gestern hier, My Holly von Montebellini, Esprit und Trapper, Vorschwester des in Hannover gekürten Hengstes Copyright, der kurze Zeit bei Jens Meyer in Dorum wirkte. Der direkte Stamm auch einer Little Lady. Von Michael Whittaker, später Julian Melchior und Christian Allmann. Gestern schon frech geritten hier, da reichte es für Platz 2. So, einmal etwas dichter am Ochser davor, dann noch dichter am Eggersmann-Steilsprung. Aber alles bleibt liegen, dann nochmal schön groß abgedrückt ins Ziel. Das reicht erst einmal für die Führung. Für Saskia Meyer, für Binnie Bo und My Holly. 0 in 57,19. Wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf Leipzig im Januar und dort werde ich dann wieder mit Holly an den Start gehen und im Finale der Spooks Amateur Trophy Small Tour gehen. Ihr wisst ja, wie wichtig mir Reitsportmode ist und dieses Jahr konnte ich mich da auch komplett ausleben. Und wenn ihr mehr von meiner Sammlung sehen möchtet, auch mehr Fotos sehen möchtet, habe ich euch unten in der Infobox einen Link reingepackt von meinem Blog, denn da habe ich einige Looks für euch nochmal extra zusammengestellt. We'll be right back.
Mode ist und bleibt ein Riesenhobby von mir und dieses Jahr gab es so viele Möglichkeiten, mich dort zu entfalten kreativ. Durch die Kollektion von Magic Tag war ich immer wieder angespornt, neue Outfits zusammenzustellen. HKM hat wieder wahnsinnig schöne Kollektionen rausgebracht. Equestrian Stockholm kam dazu, die ja eher so ein bisschen klassisch sind. Und ich freue mich so auf 2019. Es kam immer mal wieder der Einwand, dass ich ja mittlerweile durch die Kooperation sehr, sehr viele Sachen für die Pferde und für mich habe und dass man es vielleicht ja gar nicht alles nutzen kann. Deswegen haben wir uns für 2019 schon etwas einfallen lassen, damit ich mein Pferdezimmer ein bisschen verkleiner, aber eben auch für einen guten Zweck. Und da halte ich euch auf dem Laufenden und ich freue mich so sehr auf weitere Modeprojekte. Ich habe Falu jetzt schon gesattelt, der wartet da vorne schon und für uns geht's gleich los. Ich muss mich noch eben umziehen und da wir hier jetzt nicht so eine richtige weiße Toilette oder alles irgendwie haben, damit das sehr komfortabel ist, mache ich das jetzt hier auf der Stallgasse. Obwohl, wir haben schon verrücktere Sachen gemacht in den Pferdeboxen, weil ich nicht so eine kluge Hose drunter hatte und mich dann verstecken musste in den Boxen. Aber ich glaube, wir sind auch noch ganz gut im Zeitplan, müssen Patrick gleich mal wecken. Der ist nämlich im Bett und pennt. Deine Entscheidung fiel auf diese Fließjacke. Ich finde, das ist sehr cool kombiniert, denn hier unten in den Socken, die ja auch diesen kupfrigen Ton haben, spiegelt sich natürlich dann dieses Detail hier wieder. Und so ergibt der Look echt eine richtig schöne Harmonie und das ist ein sehr, sehr cooler Stil. Aber für die Jahreszeit ist mir jetzt doch noch ein bisschen kalt für draußen. Deswegen habe ich jetzt noch zwei Jacken zur Auswahl und auch die hole ich jetzt einmal her und dann hast du wieder die Möglichkeit zu entscheiden, welche Jacke ich hier drüber ziehe. Wir haben schon die ganzen Details. Wir sind eine kleine Chaos-Truppe, wenn es um unsere Sattelkammer geht. Und deswegen muss ich mich jetzt hier irgendwo zwischen schminken. Werde es aber nicht filmen, weil es nicht vorzeigbar ist. Aber ihr seht dann ja gleich, wie ich aussehe. Und Laura ist gerade gekommen. Hallo! Das heißt, es geht gleich los und ich bin immer noch nicht geschminkt. Aber es ist auch kalt. Und es hat geschneit. Ja, wir müssen Frühlingsfotos machen. Super. Naja, wenigstens sind wir ein bisschen farblich frühlingsmäßig. Ja, wir haben uns gute Laune mit Farbe gemacht. Aber Laura kann Photoshop. Die macht aus Schnee, Bäume ohne Blätter, natürlich Frühlingsbilder. Mit Sonne. Naja, wir haben eine ganz schöne Holzwand, die wir sowieso mal gerne nutzen. Und die wird heute viel zum Einsatz kommen, denke ich mal. Man kann schon mal den Überblick verlieren. Bei 105 Patches oder irgendwie sowas, ja. Wir sind mit Palu durch und der nächste ist Carlson, der jetzt auch noch geputzt werden muss. Aber gerade, oh, meine Hand zittert, weil mir wirklich kalt ist. Carlson ist ganz lieb, denn er wärmt meine Reithose auf, die aus dem Auto richtig kalt ist und jetzt gerade an ihm runterrutscht. Hier ist meine. Ich bin auch lieb, ich wärme deine Bluse auf. Und Patrick wärmt die Bluse auf. Ich weiß, dass einige von euch noch auf das Video aus meinem Pferdezimmer warten. Es gibt zwar schon eins, es ist aber schon so alt, dass es nicht mehr aktuell ist. Und deswegen wird 2019 ein Update von meinem Pferdezimmer kommen. Auch 2018 konnte ich euch mit der Kamera wieder auf viele Events mitnehmen, habe kostbare Erinnerungen gesammelt und kann euch jetzt hier auch nur ja, so einen kleinen Ausschnitt von den Events zeigen und gar nicht alle mit reinpacken. Aber stöbert gerne auf meinem Kanal nachher und schaut euch auch ältere Videos an. Zwei besondere Events habe ich mir noch für später aufgespart. Ich bin hier auf dem CIO Aachen-Gelände und heute findet hier ein Blogger-Treffen statt. Ich freue mich total dabei zu sein. Das Coole ist, dass einige ihre Pferde mitgebracht haben. Zum Beispiel Annika, die Wölbchen und Kanto mit hat. Der frisst auch hier gerade ganz entspannt sein Futter. Und ich nehme euch über den Tag... Hallo Kanto! Er hat sein Wölbchen gesehen. Und er wollte auch Hallo sagen.
the start. You might be the guy who break my heart. Hello. Hello. Even though I took a risk, it is worth the while for just one kiss. I know. I just know it. Caught up in the moment. Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und wir sind heute angekommen auf dem CIU in Aachen und ich freue mich schon ganz besonders doll, denn ihr werdet dieses Video mitentscheiden. Every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Unschwer erkennen könnt bei Soul House und ich glaube, ich brauche neue Marken und dann schaue ich mal, was es so Neues gibt. Wollte ich irgendwann nicht mehr bei Beanie Bo selber arbeiten, ne? Arbeitest du bei Soul House? Dann arbeite ich bei Soul House, weil da darf man nämlich so coole Verkleidung tragen. You're a rebel, getting into trouble. Ihr habt ja sogar hier Turniere wieder. Ihr seid ja wahnsinnig. Oha. Da werde ich mir zu Hause nochmal richtig. Mir war selbst schon gar nicht mehr bewusst, wie viele Veranstaltungen ich besucht habe. Und ich kann auch gar nicht sagen, welche die tollste war oder wo ich den schönsten Moment hatte. Denn jede Veranstaltung hat so seine Highlights. Und ich bin den Veranstaltern sehr dankbar, dass sie zusammen mit mir immer diese Videos möglich machen, damit ich euch ganz, ganz viel Einblicke in die unterschiedlichen Turnierveranstaltungen geben kann. Dadurch, dass ich mit Holly so viel unterwegs war auf größeren Turnieren, kamen hier die ländlichen Turniere viel zu kurz und auch Karlsson und Palou hatten eine sehr entspannte Turniersaison. Das soll sich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ändern. Trotzdem, so ein paar Turniere haben wir ja trotzdem genannt und sind dort gestartet und davon zeige ich euch ein paar Aufnahmen.
Auch mit Karlsson stand der erste internationale Start an. Und das Ding war halt, dass es ein M-Springen auch direkt war Anfang der Saison. Und deswegen bin ich nochmal nach Lastrup gefahren. Und da war das M-Springen so hoch. Und ich war eigentlich voll zufrieden mit unserer Runde und auch voller Vorfreude auf Hagen und Horses and Dreams. Dort lief es aber nicht ganz so gut für uns. Ich musste einfach feststellen, dass wir noch nicht so weit sind für den Druck, den ich mir dann da auch mache, weil es ja doch was anderes ist, ob es ein ländliches Turnier ist, wo ich so ein bisschen für mich bin oder ich halt eben weiß, dass es auch bei Clip My Horse kommt und Karlsson halt eben auch nicht jeden Tag die gleiche Performance abliefert, wie jetzt zum Beispiel Holly. Von daher mache ich uns eigentlich gar keinen Vorwurf. Man muss vielleicht auch manchmal einfach seine Grenzen austesten. Und deswegen haben wir dann auch erstmal gesagt, wir nehmen den Druck da raus und ich gehe vorerst nur mit Holly solche Turniere. Denn für uns geht es das Wochenende nach Hagen zum Hof Kasselmann. Da findet das Turnier Horses and Dreams statt und Karlsson und ich werden auch an den Start gehen unter anderem. Willst du mein Haargummi haben? Und ich glaube, er ist auch schon ein bisschen aufgeregt, genauso wie ich. Heute stehen noch einige Vorbereitungen an, denn morgen fahren wir dann hin und stallen ein. Das war unser erstes Mal in Grasberg auf dem Turnier. Leider war der Boden nicht so gut, deswegen werde ich wohl auch nicht nochmal hinfahren. Trotzdem war ich mit dem Stil L natürlich mehr als zufrieden. Ein Sieg und eine sehr gute Platzierung. In der zweiten Runde bin ich ziemlich schlecht geritten. Aber trotzdem habe ich das Turnier als positiv abhaken können und freue mich einfach auf die nächste Saison. Ich kann mehr als zufrieden sein mit der ersten Prüfung, denn am Ende war es mit Holly 8,2 und der Sieg und mit Karlsson vierter Platz mit einer 7,6. Und jetzt werden wir, weil einer aus unserem Stall hat Palou mitgebracht, den werden wir jetzt holen und zwar bei Karlsson auf den Anhänger packen und Holly geht dann dort auf den Anhänger von meiner Freundin. So warm. Ich hatte dann noch ein weiteres internationales Turnier und zwar Pferden International. Dort bin ich mit Holly gestartet und habe eigentlich auch sehr schöne Runden gedreht. Vor allen Dingen die am zweiten Tag war echt mega. Wir hatten 3 Platzierungen, 2x 5. Platz und ich bin mir sicher, dass ich auch nächstes Jahr wieder vorbeischauen werde. Denn das ist ein tolles Turnier, was auch vor allem mal nicht so weit weg ist von uns. Das ist übrigens der Fanclub. Yes.
Ich bin noch 2, 3 weitere Turniere geritten, wo wir aber dann nicht großartig gefilmt haben, weil ich das auch so ein bisschen für mich genossen habe. Trotzdem möchte ich euch einen Ritt mit Palu zeigen. Ich glaube, ich habe noch nie einen so harmonischen Ritt gedreht, also eine Runde gedreht, mit so effizienten Wegen. Und letztes Jahr hatte ich mit Palu ja noch so ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Und wir haben aber den Winter über trainiert und das hat sich ausgezahlt. Die Ritte, die wir gedreht haben, die waren echt nicht schlecht. Und bei diesem Ritt habe ich sogar den 2. Platz gemacht. Und ich bin jetzt ja auch nicht durchgeheizt und man musste schon schnell reiten. Aber da ich einfach immer im Fluss war, vorne rumreiten konnte, war das dann einfach eine schnelle Zeit, ohne hektisch durch die Gegend zu reiten. Da war ich richtig, richtig stolz drauf und bin ich auch heute noch. Ihr habt es gesehen, viele Turniere waren es nicht. Okay, so 2, 3 Turniere mehr waren es wohl noch, aber da habe ich dann auch mal nicht gevloggt, sondern so ein bisschen das Wochenende für mich genossen. Das wird sich definitiv nächstes Jahr ändern und die letzte Saison macht auf jeden Fall Lust auf mehr, denn ja, so gerade mit Palu und Karlsson hat das doch eigentlich ganz gut geklappt. Ihr habt ja auch gemerkt, im Sommer war ich ziemlich ausgebrannt und so richtig am Limit, was mein Arbeitspensum angeht. Und ich kam nicht mehr hinterher. Eigentlich war es geplant, dass ich 2019 mein Team erweitere. Gott sei Dank hat Sina mir eine Initiativbewerbung geschickt, denn seit September habe ich Verstärkung im Team und neben Laura und Patrick habe ich jetzt jemanden, der für mich Mails und sowas bearbeitet, denn ich kam echt nicht mehr hinterher. Deswegen kann ich auch so ganz entspannt aufs nächste Jahr blicken und bin da echt so, kann ein bisschen durchatmen und deswegen habe ich für euch jetzt ein paar schöne Teammomente. Hier könnte ich euch jetzt unfassbar viele Momente raussuchen, aber es war so schon kaum möglich, das ganze Videomaterial zu sichten und dann immer alle lustigen Momente oder schönen Momente rauszusuchen. Ich habe euch so ein paar rausgesucht. Schaut gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch ältere Videos und dann werdet ihr auch diese ganzen Teammomente in den Videos finden. Ich bin stolz auf mein Team, ich bin vor allen Dingen Patrick dankbar, denn ohne ihn würde das Ganze nicht laufen. Der unterstützt mich so unfassbar viel im Stall und auch in meinem, also er hält mir einfach den Rücken frei, wo er nur kann. Laura ist nicht nur die beste Fotografin, sondern auch die beste Freundin. Ich kann mich immer auf sie verlassen. Sie weiß ganz genau, wie ich ticke. Sie weiß ganz genau, wie Patrick tickt und ich habe sie sehr, sehr gerne um mich, wenn wir auf großen Veranstaltungen sind. Und seit neuestem ist halt eben auch Sina dabei, die mir viel Arbeit abnimmt und seitdem kann ich endlich wieder das tun, wo ich einfach meinen Fokus habe, die Produktion von Videos, Content. Ich möchte euch wieder in dem Umfang unterhalten können, wie ich es am Anfang getan habe und das ist mir jetzt wieder möglich und ich würde sagen, wir sind ein ziemlich, ziemlich gutes, sagt man Quattro? Naja, ihr wisst, was ich meine. Wir sind ein gutes Vierer gespannt und jetzt habe ich einfach noch ein paar Szenen aus den Videos rausgesucht, wo Patrick, Laura oder Sina drin vorkommen. Die allererste Platzierung. Schmuddelkommissarin, Oberkommissarin. Hier, Schmuddelkommissar Nummer 1. Oberhauptkommissar Patrick. Patrick ist ein bisschen genervt davon, dass es manchmal halt staubt und alles verstaubt und jetzt muss er einfach dreimal am Tag alles putzen. Alle 2 Stunden. Schlechte Laune? Nein. Aufgeregt? Nein. Patrick doch nicht. So, Holly geht auf diesen Platz. Beunruhigt dich das? Nein. Dich? Ja. Was ist los? Was ist bei dir los? Du bist heute so motiviert. Was heißt motiviert? Ja, Paddel hat ohne Aufforderung alle Pferde direkt geputzt, Füße gewaschen, gefettet, mit Holly schon spazieren gewesen, jetzt Kamera in der Hand. Ja, unglaublich, ne? Heute, ja. Ist echt unglaublich. Alle Jahre wieder. Oh, immer am, was haben wir heute? 18. Oh, 18, 11, 18, deswegen. Bald ist wieder Weihnachten. Oh, nee, noch nicht, bitte. Was sagt der Meistermister? Nee, heute bin ich Supergroom. Das heißt, auf Turnier bin ich Supergroom. Zu Hause bin ich Meistermister. Okay, was sagt der Supergroom? Ja, ich habe meine Sachen wieder sauber, ne? Und jetzt werden wir noch den Rest hier versorgen. Laura war heute auch da. Die ist zur Unterstützung gekommen und hat jetzt auch mal kurz hier die Kameraarbeit mit mir übernommen.
Ich war Patrick auch, ist natürlich auch ich, da. Ich war auch da. Hat aber nicht die Kameraarbeit übernommen. Nee, die hat er abgegeben, denn Patrick war auch ein bisschen nervös. Ein bisschen, ja. Und jetzt? In der Zeit, wo das einwirkt, kann ich schon mal die Decke sauber machen, was Saskia nie macht. Das ist nämlich meine Putzroutine. Und ich möchte gerne, dass du meine Putzroutine mit einer Musik unterlegst, die zu mir passt. Danke. Sehr hohe Ansprüche. Liebes Efeu-Team, uns ist ein Eimer kaputt gegangen. Wir brauchen einen neuen Eimer. Wir haben Eimer-Notstand. Wir haben uns gerade Kuscheltiere mitgenommen. Guck mal, der ist so süß. Und also, kannst du deine Mütze mal aufsetzen, vernünftig? Nein. Wir sind jetzt gleich wieder zurück. Wir setzen einen neuen Trend. So tragen wir ab sofort alle unsere Mützen. Ja, aber bringt doch nichts, wenn die Ohren nicht verdeckt sind. Ja, was? Guten Morgen. Diese Scheiße. Wir aufstehen immer. Unterhaltet ihr euch darüber, dass ihr zu früh aufstehen müsst? Ja. Habt ihr jetzt ein Problem damit, oder? Ja. War das letzte Mal, dass ich auch... Ja, das sagst du jedes Mal. Es tut richtig gut, Menschen um sich zu haben, gerade wenn man täglich Kontakt hat, mit denen man nicht nur beruflich auf einer Ebene ist, sondern auch ja, einfach menschlich und auch noch Themen hat, die außerhalb des Berufsgeschehens sind, dass man einfach auch so ein bisschen ja, Freundschaften hat und dann macht das Arbeiten halt eben noch mehr Spaß, denn ich habe schon mein Hobby zum Beruf gemacht und dann auch noch mit Freunden zusammenzuarbeiten, die die gleichen Werte vertreten, ist natürlich so ungefähr Sechser im Lotto. Kommen wir jetzt zu weiteren Erfahrungen und Momenten, die ich beruflich dieses Jahr erleben durfte, wie zum Beispiel meine Reise nach China oder nach Barcelona. Das war super aufregend, super spannend und Reitsport-Events außerhalb von Deutschland zu besuchen, die auch wirklich ganz anders waren als bei uns, war eine ganz tolle Erfahrung und deswegen habe ich auch hier nochmal ein paar Bilder für euch. In China angekommen hatte ich echt einen richtigen Kulturschock. Ich hatte auch China nie so als Reiseziel irgendwie auf meiner Wunschliste, muss aber sagen, als ich die Chance bekommen habe, China und Reitsport zusammen zu erleben, war ich sowas von aufgeregt und voller Vorfreude, denn die Chinesen haben ja doch schon eine andere Kultur und Reitsport ist dann nicht so etabliert wie bei uns, weil ja auch die Pferdezucht gar nicht so wegen den Bedingungen möglich sind. Die haben halt eben nicht so saftige Weiden wie bei uns und sehr große Städte und das ist auch da eher so, dass die ganzen Reitschüler und Reiter eher auf so großen Anlagen dann trainieren, so Zentren richtig, nicht wie bei uns, dass jeder halt irgendwie vielleicht noch ein Pferd im Garten stehen hat. Und ich muss sagen, es war auch wirklich anders als bei uns, aber ich habe nur fairen Umgang mit den Pferden mitbekommen. Muss sagen, dass auch so Equipment etc. eigentlich auch schon auf einem sehr guten Stand war. Aus den Erzählungen von En Garde weiß ich, dass es ein langer Prozess war, was ja auch nachvollziehbar ist, weil das halt eben nicht schon so wie bei uns halt ist mit dem Reitsport und ja, auch nicht so viele überhaupt reiten, aber es war eine tolle Erfahrung, mal dort zu sein und sich das Ganze anzugucken live. Und nicht zu vergessen kam dann auch noch Barcelona dazu und
Da war das so, ein kleiner Fun-Fact, also Sina arbeitet ja auch erst seit September für mich und sie hat gerade für mich gearbeitet, da habe ich gesagt, ja, da ist noch was wegen Barcelona, aber ich traue mich da nicht so richtig ran, ich weiß auch nicht so. Und dann hat sie das für mich alles in die Wege geleitet und da Patrick keinen frei bekommen hat, ist Sina dann direkt mitgefahren und wir haben schon gesagt, wenn wir uns seit dem Wochenende immer noch gut verstehen, dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Basis zwischen uns passt und das war natürlich auch der Fall, wir haben uns echt super verstanden dort. Auch hier war das jetzt wieder so, in China zum Beispiel war das auch, dass es nur richtig wenig Prüfungen am Tag gab und alles so ein bisschen, ja, nicht so straff und nicht so den Reitsport im Fokus hatte. Und auch in Barcelona war das so, dass, obwohl das ja ein sehr hochkarätiges Turnier war, wo auch der Nations Cup war und ja, Deutschland als Team angereist ist und auch viele weitere Nationen vor Ort waren, gab es einfach nur 2 Prüfungen am Tag. Dafür war alles so nobel, also das war unfassbar nobel. Da gab es auch so einen Platz, so eine kleine, das war fast wie so ein Volksfest, richtig, richtig schön, wo ganz viele Familien auch waren. Und das war total lustig, dass es so ein riesengroßes, sehr, sehr hochwertiges Turnier dann einfach nur 2 Prüfungen am Tag hatte. Ich kann es immer wieder betonen, wie dankbar ich für diese Phase in meinem Leben bin und sie einfach in vollen Zügen genieße. Und ihr habt es ja gerade schon gesehen in den Aufnahmen, ich habe für Longines geshootet und muss sagen, ich war nicht ganz so selbstsicher und war sehr nervös. Denn parallel hat auch Matt geshootet und der ist halt einfach so ein Vollprofi-Model. Als ich dann neben einem Pferd stand, ging es wieder. Da war ich wieder so ein bisschen mehr in meinem Element. Da wusste ich auch, wie ich posen soll. Aber also so modeln ist so gar nichts für mich. Außer halt, ich habe ein Pferd dabei. Das weiß ich nämlich, wie das geht am besten. Und ich durfte dieses Jahr weitere Interviews, so Live-Interviews für En Garde machen. Das macht mir richtig Freude und ich hoffe, dass ich mich da auch noch weiterentwickeln kann und die Möglichkeit bekomme und da noch mehr Energie reinstecken kann. Denn im Sommer war, wie gesagt, manchmal mein Kopf so voll, dass ich mir gar nicht die Zeit nehmen konnte, mich so hundertprozentig drauf einzulassen. Und da habe ich wieder richtig Lust drauf und das werde ich auch in Leipzig tun. Und ich freue mich unfassbar doll drauf. Aber ich hatte auch noch einen Fernsehjob beim HR und zwar als Co-Kommentatorin beim großen Preis von Wiesbaden und ich im Fernsehen, damit habe ich nie gerechnet. Gewonnen, also herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle und dann würde ich sagen, setzen wir uns erstmal. Ich durfte in diesem Jahr mit so vielen tollen Menschen sprechen, viele schöne Interviews auf den größten Plätzen führen. Das hat mir unfassbar viel Freude gemacht. Und dann kam auch noch das Highlight dazu, dass ich einen Fernsehjob bekommen habe und live die Co-Kommentation übernommen habe vom großen Preis in Wiesbaden. Das war natürlich sehr aufregend und ich habe diese Erfahrung so genossen und bin gespannt, ob sich vielleicht in die Richtung noch mehr entwickelt. Wie schon gesagt, ich hoffe, ich kann mich auf dieser Ebene auch noch weiterentwickeln und noch weitere tolle Persönlichkeiten aus dem Reitsport interviewen. Ich konnte dieses Jahr echt ganz schön viel Neues ausprobieren, wie zum Beispiel die Reportagen für den Hannoveraner Verband über die Pferdener Auktion. Und das hat mich schon ganz schön gefordert, denn sowas habe ich noch nie gemacht. Bin aber auch über diese Herausforderung so unfassbar glücklich und jetzt im Nachhinein so stolz, dass ich das geschafft habe. Und würde sagen, auch hier zeige ich euch ein paar Aufnahmen, aber ihr müsst euch unbedingt alle Teile angucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn es ist sehr informativ. Dieses Projekt ist eins der Projekte, die mich am stolzesten machen und ich wurde so herausgefordert durch die Reportagen, dass ich teilweise fast verzweifelt bin und dann nur noch, ja,
stolzer und gestärkter da rausgegangen bin, denn es war nicht so einfach zu drehen und zu schneiden wie ein Vlog, wenn ich euch zeige, was ich erlebe, denn die Informationen waren wichtig, es musste alles kompakt sein, es musste alles auch einfach so ein bisschen sachlicher sein, trotzdem mitreißend und spannend, und das war eine sehr, sehr tolle Aufgabe für mich. Es wird Anfang des Jahres auch nochmal ein Video kommen, wie kaufe ich ein Auktionspferd, wo ich alle Einzelteile in ein Video verpackt habe. Dem Hannoveraner Verband bin ich für das Vertrauen so dankbar, denn ich konnte, wie gesagt, unfassbar viel lernen. Ich beschäftige mich sonst ja wirklich eher ausschließlich mit dem Reitsport und so ein bisschen Gesundheit. Zucht und Verbände sind da ja immer noch ein bisschen weniger im Fokus gewesen. Und deswegen war es natürlich für mich auch eine tolle neue Sache, als ich dann bei den Jungzüchtern dabei war und auch eine Jungzüchterin begleitet habe und so noch mehr über das Verbandgeschehen erfahren konnte. Und ich bin mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn da noch mehr coole Themen sind, die ich euch dann auch mitteilen kann, euch ja darüber berichten kann, denn ich glaube, euch interessiert es genauso wie mich, was es noch so gibt, außer dem reinen Reitsport. Wie findet ihr eigentlich, habe ich mich in diesen Reportagen geschlagen? Schreibt es mir gerne später mal in die Kommentare. Ich habe schon Lust, mehr so in die Richtung auch zu machen, damit noch mehr der Kern auf den Infos liegt und ich da vielleicht noch ein paar Themen raussuche, auch aus anderen Bereichen. Deswegen würde mich mal interessieren, ob euch das gefällt, wie ich das umgesetzt habe. Neben eurem Interesse und eurer Unterstützung sind meine Kooperationspartner unerlässlich, denn die geben mir die Möglichkeit, euch so abwechslungsreichen Content zu produzieren, um euch zu inspirieren, zu informieren oder einfach auch nur zu unterhalten. Und was gibt es bitte Cooleres, als sein Hobby zum Job zu machen? Weil dann kann man einfach in sein Hobby noch mehr Energie stecken, weil man ja einfach die Zeit dafür hat. Und ich kann euch halt einfach noch mehr, ja, abwechslungsreichen Content produzieren. Aber das funktioniert natürlich nicht ohne die Unterstützung meiner Kooperationspartner, denn alle Plattformen, die ich nutze, ob es mein Blog ist, YouTube, Instagram, Facebook, sind für euch halt kostenlos und deswegen ist es für mich halt eben nicht möglich, euch diese Art von Unterhaltung zu bieten, wenn ich nicht mit meinen Kooperationspartnern so eng zusammenarbeiten würde. Aber ich glaube, das ist für alle eine Win-Win-Situation und auch in diesem Jahr konnte ich tolle neue Kooperationspartner gewinnen und ja, zeige euch da ein bisschen was von. Dieses Jahr neu dazugekommen ist Iconic bzw. Sebastian als Kooperationspartner. Und ich bin über diese Kooperation sehr, sehr dankbar und sehr glücklich. Denn abgesehen davon, dass meine Pferde mit Top-Equipment ausgestattet sind, ist es auch eben so, dass ich Möglichkeiten bekommen habe durch Sebastian. Der Unterricht mit Karl ist dadurch zustande gekommen. Wir waren jetzt auch vor ein paar Wochen bei Christian Ahlmann auf dem Hof und haben dort ein Imagevideo für Iconic gedreht. Da wird es dann auch noch natürlich bald das Imagevideo, aber auch ein Hinter-den-Kulissen-Video von mir geben. Und ein weiteres Highlight auch aus diesem Jahr, was auch durch Sebastian in die Wege geleitet wurde, war das Treffen mit Talu BZ, dem Erfolgspferd von Christian Ahlmann, was dann auch in Leipzig verabschiedet wurde. Und das war so ein richtiger Fangirl-Moment. Diese Kooperation, die mich halt eben noch durch Möglichkeiten und durch tolle Momente bereichern, sind natürlich die schönsten. Und deswegen ist Iconic ein sehr, sehr wichtiger Partner für mich. Meine Pferde wurden dieses Jahr fest von Katinka betreut. Sie ist von der Active Horse GmbH und macht Osteopathie. Und ich muss sagen, dass man doch schon einen Unterschied feststellt, wenn die Pferde regelmäßig behandelt werden, man immer wieder an den Problemen arbeiten kann und sein Training auch kontrollieren lassen kann. Gerade Carlsson, der sehr unausbalanciert ist, dem hilft es absolut und ich werde euch auch, was das angeht, weiterhin auf dem Laufenden halten. Außerdem war Holly bei Katinka, als wir in China waren.
nachdem Holly dann ja auch zwei anstrengende Auswärtsturniere hatte, haben wir gedacht, dann kann sie da dann die Zeit bleiben und hat dort quasi Wellnessurlaub genossen. Und ich bin sehr, sehr glücklich über die Zusammenarbeit. Ich kenne Katinka auch schon von der Zeit vor Binibo und vertraue einfach auf ihre Arbeit und bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich freue mich auf alles, was nächstes Jahr noch kommen wird und bedanke mich hiermit auch nochmal ganz, ganz doll bei allen Kooperationspartnern für ihr Vertrauen. Kommen wir zu noch einer sehr wichtigen Veränderung in diesem Jahr. Durch die Kooperation mit Iconic habe ich im Januar zwei Trainingseinheiten bei Karl Brocks gehabt und ja, seit April fahre ich jetzt regelmäßig nach Osnabrück und habe einen tollen neuen Trainer an meiner Seite. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich dann auch wirklich bei Karl reite, weil ich eine Tour 2 Stunden fahre und dann ja nochmal 2 Stunden zurück. Für die Pferde ist es kein Problem, aber es ist natürlich immer ein ganzer Tag, der bald drauf geht. Und deswegen habe ich bis April überlegt, ob mir dieser ganze Aufwand das wert ist und habe mich Gott sei Dank dafür entschieden. Der Unterricht ist für mich mittlerweile unentbehrlich. Er hat mich auch schon auf unterschiedlichen Turnieren unterstützen können, wie in Hagen oder Pferden oder auch in Paderborn. Und ich habe so viel ja auch von Lisa gelernt, aber es war irgendwie der Moment gekommen, wo ich noch neuen Input haben wollte und wir haben bei Karl halt auch richtig geile Trainingsbedingungen. Ich freue mich auf die nächste Saison, weil ich jetzt auch im Wintertraining noch viel dazu lernen kann und ja, ich freue mich, dass ich durch Zufall an diesen Trainer geraten bin. Karl hat es echt nicht so richtig leicht mit mir, denn manche Dinge kriege ich hier oben einfach nicht rein und nicht richtig umgesetzt, beziehungsweise meine Reaktion ist dann immer ein bisschen spät. Ich hoffe, er hält noch ein bisschen durch, denn ich habe schon sehr viel von ihm lernen können. Bevor ich gleich zum Abschluss komme und euch noch so ein paar Highlight-Momente zeige, kommen wir noch zum wichtigsten Ereignis in diesem Jahr, und zwar Patrick und ich haben geheiratet. Nach fast 10 Jahren Beziehung und sehr spontan, innerhalb von 4 Wochen haben wir alles geplant, vom Standesamttermin bis ins letzte Deko-Detail. Denn wir haben zwar immer mal gesagt, wir möchten im 10. Jahr heiraten, haben es aber nicht geplant und dann passte das einfach und wir haben gesagt, so, jetzt machen wir das, wir sind sowieso so spontan. Ohne meine Mama und ohne Laura wäre es nicht möglich gewesen. Ich bin denen auch unfassbar dankbar dafür. Talita hat sich auch an dem Tag Zeit genommen und das Ganze mit der Kamera begleitet. Deswegen kann ich euch gleich auch noch ein paar Aufnahmen zeigen. Aber ihr müsst unbedingt auch das ganze Video schauen auf meinem Kanal. Und ich konnte tatsächlich an dem Tag so richtig entspannen und mich komplett auf Patrick und mich konzentrieren.
Ich könnte schon wieder heulen, wenn ich mir das angucke. Es war für mich wirklich eine absolute Traumhochzeit. Der Tag war perfekt, es lief echt alles glatt. Egal, ob es in dieser Spontanplanung war oder an dem Tag selber oder im Nachhinein, es lief alles einfach reibungslos. Das ist, glaube ich, schon echt ein Segen, wenn man an der Hochzeit kein riesengroßes Worst Case hat. Und jetzt kommen wir noch zu Momenten und Aufnahmen, die in diesem Jahresrückblick einfach nicht fehlen dürfen. Egal aus was für Themen, ich habe euch nochmal alles zusammengeschnitten, was für mich noch unbedingt mit rein muss. Ich weiß, dieses Video ist unfassbar lang und alle, die jetzt noch dran sind, vielen, vielen Dank, dass euch das so interessiert. Und jetzt zeige ich euch nochmal so meine Abschluss-Highlights aus diesem Jahr. From the first time I saw ya, you were not like the others. A cool kind of melody. You rattled my cage without warning. Kept it upright till the morning. A new kind of ecstasy. You found a different side of me. The one I'd like to be. A different side of me. Like someone pretty need a different side of me, yeah. Stop signs, counting down till we take flight. It's how you make me feel, yeah, yeah. Let's call in sick and be lazy. I'm all for doing what's crazy, 'cause you make it real, yeah. You found a different side of me, the one I'd like to be. A different side of me, yeah. Es war nie geplant, dass ich euch ein so langes Video drehe. Es ist auch mit Abstand das allerlängste Video auf meinem Kanal. Aber ich habe mich so rangesetzt an den Jahresrückblick, angefangen zu skripten und festgestellt, dass ich so viel erlebt habe in dem Jahr, dass es gar nicht in irgendwie 15 Minuten reinpasst und ich auch für mich diese Erinnerung schaffen möchte, weil ich glaube, das Jahr 2018 wird schwer zu toppen sein. Und von daher habe ich dann irgendwann einfach gesagt, es ist egal, wie lang das Video wird. Ich freue mich auch, dass ihr jetzt noch mit dran seid und nicht abgeschaltet habt. Und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ältere Videos anschaut und diesen Hashtag dann hinterlassen würdet. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Dann kriege ich so ein bisschen mit, dass ihr angespornt seid, durch dieses Video nochmal ältere Videos zu gucken. Und dann verabschiede ich mich jetzt auch schon. Wir sehen uns ja erst nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, ihr kommt alle gut ins nächste Jahr. Passt auf euch auf. Schmeißt die Böller schnell genug weg, damit hier keiner verletzt wird. Und dann, ja, guten Rutsch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ach ja, das wollte ich unbedingt noch sagen. Ihr müsst am Dienstag, also den 1., wieder um 18 Uhr dabei sein, denn da geht der erste Teil meiner One Week With Me online. Ich weiß, ihr freut euch drauf. Deswegen unbedingt einschalten am 1. Dezember, 18 Uhr. So, und jetzt bis dann. Tschüss.